Herzlich willkommen hier bei businessgadgets.net. Mein Name ist Tillmann und heute präsentiere ich euch ein Unboxing des LaCie 2 Big Thunderbolt 2 Storage mit der Kapazität 6 TB. Wer kennt das nicht? Man macht viel mit Fotos oder Videos, man bearbeitet viele Bilder, man schneidet viele Videos und dann ist auf einmal der Punkt da, wo der Speicher des Mac voll ist. Man kann sich sicherlich für ein USB 3.0 Laufwerk entscheiden oder wenn man die Performance des Thunderbolt-Anschlusses möchte, dann schaut man sich nach einem entsprechend externen Storage um. Und diese Situation ist nun bei mir eingetreten, deswegen zeige ich euch einmal, für welche Lösung ich mich entschieden habe. Wir haben hier das LaCie 2 Big Thunderbolt 2. Wichtig war für mich, weil ich mit einem Mac Pro arbeite, dass das Ganze Thunderbolt 2 kompatibel ist, um einfach die höhere Performance nutzen zu können. Hier sehen wir schon einmal das Storage selbst. Ein Laufwerkschacht, zwei Laufwerkschächte. 6 TB heißt, dass hier 2-3 TB Platten verbaut sind. Diese laufen als RAID 0. Man kann es aber auch ändern als RAID 1. Dann hat man allerdings nur 3 TB zur Verfügung. Ich gebe jetzt einmal die Verpackung um. Dann können wir hier mal gemeinsam schauen, wie der Storage von hinten aussieht. Hier ist eine Abdeckung, wo die ganzen Kabelanschlüsse verdeckt werden, damit es einfach ein bisschen schöner aussieht. Ich drehe jetzt noch einmal den Karton und dann sehen wir hier, dass man ganz einfach den RAID-Modus verändern kann. Das werden wir gleich sehen, wenn wir das Gerät aus der Verpackung befreit haben. Hier ist die Kühlung. Es hat auch einen USB 3.0 Anschluss, wenn man das Ganze jetzt an einem Gerät betreiben möchte, was kein Thunderbolt besitzt, beispielsweise ein Windows PC. Es sind zwei Thunderbolt 2 Anschlüsse zur Verfügung, einzig und allein aus dem Grund, ein Anschluss geht in den Mac. Wenn man jetzt Daisy Chaining machen möchte, um weitere Thunderbolt Laufwerke anschließen zu können, dann kann man das somit tun. Und das Ganze hat auch einen Kensington Lock. Hier sehen wir die beiden Laufwerke. Man kann diese auch einfach tauschen, falls jetzt mal eins defekt sein sollte. Und hier dann noch weitere Informationen mit der möglichen Geschwindigkeit, dass das Ganze für 4K-Workflow optimiert ist und durch den USB 3.0 Anschluss auch mit der Windows-Welt kompatibel sein kann. Ich öffne jetzt einmal das Siegel und dann können wir uns das Gerät einmal näher anschauen. Ich versuche das Ganze jetzt mal hier rauszunehmen. Und stelle das einmal an die Seite. Dann können wir mal schauen, was hier an Zubehör drin ist. Hier ist eine Information, wie man das Ganze anschließen muss, auch die Information, wie man die Abdeckung abbekommt, um die Kabel anschließen zu können. Einmal mit Strom verbinden, einmal mit dem Rechner verbinden und die Klappe für die Anschlüsse wieder drauf. Das war es auch schon. Und dann können wir mal hineinschauen, was der Hersteller LaCie alles an Zubehör mitliefert. Vielerlei Kabel. Ein USB 3.0 Kabel, wenn man das Ganze jetzt mit einem Windows PC verbinden möchte, das möchte ich jetzt hier nicht. Deswegen wird das wahrscheinlich auch in der Verpackung bleiben. Dann haben wir hier ein Thunderbolt Kabel, mehrere Stromstecker für einzelne Länder. Deutsch, den werde ich benötigen. Für England, aber das Ganze kann in der Verpackung bleiben. Und dann nehmen wir uns einmal die Powerbrick. Und dann können wir den Zubehörkarton auch an die Seite packen und uns das Gerät einmal näher anschauen. Ganz ehrlich, es wirkt auf der Verpackung größer, als es tatsächlich ist. Hier haben wir, wie gesagt, die zwei Festplatten. Hier ist die Elektronik zur Steuerung drin. Es sind auch hier Gummifüße angeklebt, damit man es gut abstellen kann, um
diese Klappe entfernen zu können, einfach reindrücken und rausziehen. Möchte man den RAID-Modus ändern, dann funktioniert das hier oben. Man kann das Ganze als Fast, das heißt RAID 0, als Safe, das heißt als RAID 1 oder als JBOD. Ich werde das Ganze vermutlich als RAID 0 nutzen und dann die Daten hiervon auf ein weiteres Medium bzw. auf mein NAS dann sichern, sodass ich dann auch eine Datensicherheit habe und hier einfach mir die Performance des Thunderbolt-Ports zunutze mache. Schauen wir uns mal kurz an, welche Platten hier verbaut sind. Es handelt sich hierbei um Seagate-Platten mit der 3-Terabyte-Größe. In dem anderen Laufwerkschacht ist auch dann vermutlich eine Seagate drin. Man schiebt die ganzen hier einfach rein. Man braucht auch zum Ausbauen jetzt keine Schrauben reinschieben und dann das Ganze reindrücken. Das soll es auch an dieser Stelle zu dem Lassie2Big gewesen sein. Hat euch dieses Video gefallen? Dann gebt dem Ganzen einen Daumen hoch und abonniert doch unseren Kanal.